Zuletzt haben deutschen Vereine Probleme im Europapokal gehabt. Joachim Löw monierte zudem spielerischen Defizite in der Bundesliga. Bei Eurosport sagte der Bundestrainer, auch interessant jederzeit auf Ballhöhe, kostenlose News per WhatsApp. Ein Kernproblem ist, dass man in der Bundesliga immer gegen den Ball arbeiten will. Aber Frage ist, was passiert, wenn ich den Ball habe? Der nächste Schritt muss sein, Lösungen zu finden, wenn man den Ball hat. Wenn ich sehe, Lösungen nicht habe, dann gibt es Spiele, durch einen Zufall entschieden werden. Wenn wir uns verbessern wollen, dann müssen wir das Thema aufgreifen. Wenn wir das Spiel mit dem Ball verbessern, dann kann man sich insgesamt verbessern. Wir haben nachgelassen. Die Situation ist nicht verheerend, wie sie 2000 war. Aber wir haben ein bisschen nachgelassen, das sieht man auch im U-Bereich oder bei den Frauen, sagte Bierhoff. Alle Verantwortlichen, auch bei den Vereinen, haben Zeichen gesehen, dass wir agieren müssen. Das sieht auch Deutsche Fußballliga mit Christian Seifert an der Spitze so, mit dem wir da auf einer Linie liegen. Die Liga ist da absolut offen. Die Weiterentwicklung des deutschen Fußballs sei eine Riesenaufgabe, da habe ich Riesenrespekt vor. Wir müssen und wollen das Silo-Denken aufbrechen, agiler und vernetzter denken, forderte Bierhoff. Video: England stärker als Bundesliga. Hitzlsperger erklärt den Unterschied. Ende 2020 soll neue DFB-Akademie in Frankfurt Main eröffnet werden. Im Jahr 2000 war deutsche Nationalmannschaft bei der EM in Belgien und den Niederlanden blamabel in der Vorrunde ausgeschieden. Der Deutsche Fußballbund DFB reagierte mit einer Ausbildungsoffensive und nahm Vereine in Pflicht, Nachwuchsleistungszentren einzuführen. Video: Bayern zu stark für Bundesliga. Die Schere ist zu groß geworden.